So, und damit herzlich willkommen zurück zur Need for Speed Heat. Ja, wir machen heute weiter und zwar haben wir hier eine Mission. Die hier. Und hier ist auch noch eine. Und dann ist noch das hier. Machen wir das hier. Nur damit du es weißt, mein Freund Wayne steht total auf Technik. Rechne also eher nicht mit besonders viel Racing. Er wartet am Hafen auf dich. Viel Spaß. Hey, ich hab wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Ja, dann ist aber schnell. Weil wir geben jetzt Gas und fahren da so schnell wie möglich hin. Und in der... Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich nebenher noch mal ein bisschen Geld verdiene dort. Also, dass ich ein paar Geldrennen mache. Bis jetzt haben wir ja nur RP-Rennen gemacht oder Story, verdienen wir auch nicht so viel Geld, weil hier zum Beispiel, verdienen wir 14.000 und hier verdienen wir 0, 16.000, ja. Also, ja. Zum Glück kann man hier alles kaputt fahren. Kann es sein, dass er tagsüber keinen Schaden nimmt? Der Wagen? Oder kommt es mir so vor? So, weiter geht's. Wundert's mich nicht, dass Lucas nicht mehr fährt. Das Vermächtnis seines Vaters ist einfach zu groß. Du hast von Roberto Rivera gehört? Ich habe in der Werkstatt die Andenken an ihn gesehen. Ja, den Kerl hat jeder geliebt. Mr. Clean. Immer schnell, immer fair. Keine Abkürzungen, keine Tricks. Er hat damals unsere Rennen verfolgt und der kleine Lucas wollte nur eins. Ein Champion wie sein Vater werden. Und Roberto hat ihn dabei gepusht. So sehr? Naja, meine Mutter hat immer gesagt, mit Honig fängt man Fliegen. Deshalb wartet auch ein nettes Fahrwerkskit auf den auswärtigen Rookie, der mich am meisten beeindruckt. Da wären wir. Wo wären wir? Okay. Gut. Ah, die zieht doch alle ab. Was ist das? Aber ich weiß nicht, ob es Drag-Rennen gibt. Drift habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen, aber Drag? Hm. Los jetzt. Heck. Beeindrucke mich. Natürlich. Kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Oh. Geiler Drift. Weil ich finde, das war ein guter Drift. Spaß machen. Ja, es macht Spaß.
Aber ist auch so ausnahmsweise mal recht. So, 2 von 3 Runden. Okay. Er ist Rookie. Ah, ich bin Rookie. Ah. Ah, wieso nehme ich hier alles mit? Nur ein Fehler und ich ziehe vorbei. Das bezweifle ich. Du bist 1 Kilometer hinter mir. Ich mache die ganze Zeit hier Fehler. Also, ja. Jetzt geht's um alles. Und ich finde Rennfahren mit Controller viel besser irgendwie. Weil ich kann generell auch Eco-Shooter kann ich nur gut mit irgendwie Controller spielen. Ich weiß nicht, ich bin halt ein Controller-Mensch. Ich weiß nicht. Verurteilt mich jetzt nicht deswegen, gell? Eck Nummer 4. Eck Nummer 3. Oh, 2 Kilometer hinter uns ist der. Zack. Nummer 2 und 1 habe ich leider nicht nochmal überrundet, aber. Alles klar. Belohnung 12.000. Alles klar. Wo denn? Wo ist denn das nächste? Na, machen wir das hier noch. Eine solche Abkürzung sollte man nehmen. Finde ich gut. Ich muss eigentlich nur gegen die Zeit jetzt fahren. Ja, ja. Was mache ich? Mache ich ganz easy. Upsi. Ist ja ganz schön verwinkelt hier. Ganz schön verwinkelt.
Das war wirklich schon die letzte Runde. Da bin ich ja nur am Driften. Hätte auch gleich einen Drift daraus machen können, statt ein Zeitrennen. Theoretisch. Oh man. Zack, haben wir es geschafft. Zwei Racer, ein Event. Errungenschaft. Aha, krieg ich jetzt mein Geld. Was? Voll gut. Wahrscheinlich irgendwas von 16.000. Voll gut. Ist ja echt voll gut. Ja, dann machen wir hier nochmal so eins. Wohin fahre ich denn? Dann nimm mal den Stromkasten mit. So, dann machen wir da unten nochmal eins und dann haben wir die Folge auch schon wieder. Ja. Wie bekommt ihr der Ruhm? Kriegst du jetzt auf den Straßen genug Aufmerksamkeit? Ich arbeite dran. Hey, cool, cool. Ich sehe nämlich in letzter Zeit viel mehr Streifenwagen vor meiner Tür. Gerade eben wollte ein Cop meine Akten sehen, um sicherzugehen, dass ich die Ausweise prüfe. Sie suchen nach einem Vorwand, um die Werkstatt dicht zu machen. Können die das? Noch nicht, aber sie finden schon einen Grund. Ich weiß, du erregst gern Aufmerksamkeit, aber das ist nicht immer klug. Das Rampenlicht fällt auch auf jeden in deiner Nähe. Tut mir leid, ich wollte dir... Vergiss es, ich kann auf mich aufpassen. Und ich bin froh, dass Anna von der Straße runter ist. Aber sag ihr das nicht. Du sollst nur wissen, worauf du dich einlässt. Verstehe. Bis später. Hallo. Na, da muss ich hin. Oh mein Gott, ist denn ihr Ernst? Alter, wie soll ich denn das... Alter, wie soll ich denn das machen? Hä? Gut, aber... Ah. Ja, gut. Das ist ja mal richtig... Wer lässt sich... Wer überlegt sich sowas? Oh nein! Ah, der landet wieder oben. Ja. Oh Mann. Aber es ist mal ein kurzes Rennen. Reicht ja noch eins. Kann man noch eins machen? Theoretisch. Neuer Rekord. Mhm. 24.000. Das schmeckt mir.
Können wir noch eins machen, ne? Ah, gerade schon hier sind. Der und Sprint drin. Nein. 16, 21. Riesen. Ja, dann machen wir das. Also Wagen, mein Wagen nimmt tagsüber keinen Schaden irgendwie. Entweder ist es so gewollt oder... Ja, meine Schadensanzeige ist da, aber... Da passiert aber nichts. Es sollte ein ziemlich kleines Rennen eigentlich sein. Dann legen wir mal los. Der AMG, Mann. Der rastet hier komplett aus. Ah, 90 Meter sind er mir. Das gefällt mir gar nicht. Muss man schnell ändern. Zwei von drei Runden, okay. Zwei von drei Runden geht ja noch. Ah, jetzt ist er gleich wieder einen halben Kilometer hinter mir. Finde ich gut. Selbst wenn ich hier kleine Fehler mache, steigt die Zahl. So, letzte Runde. Ich hab ja ein Maschinengewehr. Ah, da haben wir schon welche. Finde ich gut. Oh. Zwei Stück habe ich. Ah, nein. Nein. Nicht über Runde. Na, ich verkackt hab. Oh Mann, nur weil ich verkackt hab. Naja, kann man nichts. Krieg ich noch mehr Geld? Einsatz. Nein. Egal. Kein Problem. Haben wir das nicht gut gemacht?
Naja. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Naja, ja, morgen sehen wir uns eh wieder. Aber mit Need for Speed sehen wir uns Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.